Einen wunderschönen guten Abend, es ist 18 Uhr und damit herzlich willkommen bei Ron. Ich fasse mich kurz, denn wir haben eine Menge Themen heute für Sie und Sven gibt einen kurzen Überblick. Ja, wir haben richtig viel vor heute. Bilder hochladen, die man vorher in einem Museum gemacht hat, das wird ab sofort schwieriger. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat dem Reis-Engelhorn-Museum in Mannheim Recht gegeben, im Streit mit einem Besucher, der hat Bilder gemacht und dann hochgeladen. Das war nicht rechtens, mehr dazu gleich. Außerdem ist Laura Grasemann bei uns zu Gast. Die Buckelpistenfahrerin war 2014 bei Olympia dabei. Was sie jetzt so plant für die Zukunft und warum sie gerne Dirndl trägt, das verrät sie uns. Und was ist eigentlich gute Schokolade? Wir waren zu Besuch in Neustadt an der Weinstraße. Da ist ein Schokolatier, der es auf den exklusiven Guide Frankreichs der besten Schokolatiers der Welt geschafft hat. Wie er das gemacht hat und wie gut seine Schokolade wirklich ist, das sehen Sie jetzt bei Ron. In der Metropolregion Rhein-Neckar läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. In Plankstadt, da haben seit der vergangenen Nacht Beamten, also unter anderem in Plankstadt, eine Wohnung durchsucht, auch eine Wohnung in Mannheim und zwei Wohnungen in Reilingen. Und dabei haben die Einsatzkräfte eine Frau und zwei Männer im Alter von 33 bis 49 Jahren festgenommen. Zudem konnten die Beamten in Plankstadt eine vollautomatische Waffe samt Munition sicherstellen. Die Suche nach weiteren Waffen dauert derzeit noch an. Wofür diese dienen sollten, ist aber noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt, ob die Tatverdächtigen eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat heute die Rechte von Museen gestärkt, die nicht wollen, dass Fotos ihrer Kunstwerke fotografiert und online gestellt werden. Hintergrund ist eine Klage der Reis-Engelhorn-Museen in Mannheim. 2007 hatte ein Besucher ein Gemälde fotografiert sowie Fotos aus einem Katalog gescannt und diese anschließend bei Wikipedia hochgeladen. Und das, obwohl die Museumsleitung das Fotografieren ohne Genehmigung untersagt hatte. Später soll zudem das Foto eines Richard-Wagner-Gemäldes auf verschiedenen Werbeartikeln aufgetaucht sein. Mit dem höchstrichterlichen Urteil heute liegt es also komplett in der Hand der Museen, ob Bilder gemacht werden dürfen oder nicht. Und das gilt auch für alte Werke, deren Urheberschutz abgelaufen ist. Ron-Reporter Nick Bröhl hat mit dem Medienrechtler Felix Michel über die Konsequenzen gesprochen und darüber, was man generell online stellen darf und was nicht. Bei mir ist jetzt Dr. Felix Michel, Professor für Medienrecht. Professor Michel, was ändert sich denn durch das heutige Urteil für Museumsbesucher? Also der Bundesgerichtshof hat heute festgestellt, dass Fotografierverbote, die ein Museum ausspricht, wirksam sind. Das heißt, ich als Museumsbesucher muss mich daran halten. Wenn ich also in ein Museum gehe und ich sehe dort ein Schild, das das Fotografieren verbietet, dann darf ich keine Fotos machen. Ansonsten setze ich mich am Ende möglicherweise einer Schadensersatzklage aus. Ist es dafür von Bedeutung, dass es bei Wikipedia hochgeladen wurde? Im Prinzip macht es keinen großen Unterschied, wo ich etwas im Internet hochlade, da ich in der Regel die ganze Weltöffentlichkeit da als Öffentlichkeit habe. Das heißt also, bei Wikipedia ist es genau das Gleiche, wie wenn ich öffentlich auf meinem Facebook-Account poste. Etwas anderes kann höchstens der Fall sein, wenn ich jetzt in einer ganz privaten WhatsApp-Gruppe zum Beispiel ein Bild poste, weil dann ja gar keine Öffentlichkeit, sondern vielleicht zum Beispiel nur meine Familie berührt ist. In den meisten Fällen in dem Bereich geht es ja auch um das Recht am eigenen Bild. Worauf muss ich denn achten, wenn ich als Privatperson Bilder von anderen Menschen oder Gegenständen mache? Also das Recht am eigenen Bild ist natürlich geschützt, sogar durch unser Grundgesetz. Ich sage meinen Mandanten immer, so schwierig ist das rechtlich überhaupt nicht. Mach keine Fotos in einer Form, wie du nicht selbst auch fotografiert werden wollen würdest. Also, wenn ich so nicht fotografiert werden möchte, dann sollte ich andere Personen so auch nicht fotografieren. Das heißt, wenn Leute erkennbar sind und ich diese Bilder dann ins Internet stelle, dann verletze ich in der Regel das Recht am eigenen Bild. Wir haben jetzt auch mal zwei Beispiele mitgebracht. Vielleicht können Sie uns ja mal sagen, was bei diesen Fotos jetzt in Ordnung geht und was nicht. Also hier sieht man zum Beispiel deutlich, diese Person ist eindeutig zu erkennen. So eine Fotografie würde ich niemals im Internet veröffentlichen, wenn mir diese Person nicht dazu gestimmt hat, das im Internet zu veröffentlichen. Sogar die Personen hier im Hintergrund sind recht gut zu erkennen. Sie sind vielleicht auch ein bisschen unvorteilhaft aufgenommen. Auch das würde ich nicht ohne weiteres veröffentlichen. Hier hingegen sind keine Personen zu erkennen, als Personen zu identifizieren. Das heißt, dieses Bild ist aus Sicht des Rechts am eigenen Bild völlig unproblematisch. Worauf muss ich achten, wenn ich dann Bilder von mir im Internet hochlade?
Wenn ich Bilder von mir selbst im Internet hochlade, dann ist es letztlich meine eigene Entscheidung, wie weit möchte ich mich selbst der Öffentlichkeit preisgeben, wie weit möchte ich meine Bilder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Da kann man keine allgemeinen Aussagen machen, sondern das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man sollte aber auch immer im Hinterkopf haben, das Internet vergisst nicht. Das heißt, wenn ich ein Bild von einer Party hochlade, kann es halt auch sein, dass das irgendwann mal derjenige findet, bei dem ich am nächsten Tag ein Vorstellungsgespräch habe. Unser größter Wunsch ist, dass an Weihnachten die Familie zusammenkommt und wir Zeit füreinander haben. Das hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gesagt. Ja, nun ist es aber leider so, dass an Weihnachten eben nicht alle Zeit für die Familie haben können. Und diese Menschen, die über die Feiertage Dienst schieben, die stellen wir Ihnen in dieser Woche vor. Sven Niederbremer ist einer davon, Neustädter Koch, auch er arbeitet über die Feiertage. Und Andreas Notz hat ihm über die Schulter geschaut und mal herausgefunden, wie das bei ihm klappt, Familie und Feiern unter einem Hut zu bringen. Ja, es weihnachtet sehr. Diese Überdosis an Besinnlichkeit gibt's am Rande von Neustadt an der Weinstraße. Doch nicht der Weihnachtsmann selbst wohnt hier, dafür aber jemand, der ihn kulinarisch verwöhnen könnte. Ich treffe Spitzenkoch Sven Niederbremer zu Hause mit seinem Sohn. Seit Anfang November blinken hier Lichterkette und Co. Bis dahin sind wir so strapaziert, dass ich sage, jetzt brauchen wir so ein bisschen Seelenheil und ein bisschen die Kinderfreude, dass die Deko raus ist. Dann gibt es Adventskaffee und wir fangen ja meistens schon vorher an. Das ist dann unsere Teesaison, wo wir anfangen, Tee zu trinken. Und ich finde das immer schön, wenn man das einfach wir fangen auch draußen an zu dekorieren und wie viele Leute doch stehen bleiben, auch wenn sie dann immer sagen, oh, schon ein bisschen früh. Wenn an den Feiertagen andere mit der Familie am Tisch sitzen, steht er in der Küche. Nur Heiligabend ist ihm heilig. Da ist er nur für Ehefrau Priscilla und die vier Kinder da. Wie es bei ihm zu Hause läuft, dazu später mehr. Jetzt geht's erstmal knapp 15 Kilometer weiter zur Gaststätte Winzerverein. An den Festtagen herrscht hier Hochsaison. Urlaub für den Koch undenkbar. Und das ist sein Reich, die Küche. Dass der 43-Jährige hier heute steht, hat er seinem Vater zu verdanken. Ich dachte, mein Vater sucht einem den Job aus. Und dann sagte er so, wer doch Koch. Gegessen wird immer. Ja, und dann war das für mich eigentlich seitdem klar. In Norddeutschland geboren, ging es dann über Stationen in den USA, Spanien und Afrika in die Pfalz. Sven Niederbremer ist ein Macher. Das gefällt auch dem Dalai Lama. Sowohl die buddhistische Heiligkeit als auch Brad Pitt und Angelina Jolie kamen schon in den Genuss von Niederbremers Kochkunst. Zu Ende ist das Abenteuer aber noch lange nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht mit 50 sage, so jetzt reicht's mir. Ne? Und nochmal Dings oder... Oder für andere ist das vielleicht schon viel, ne? Wenn man sagt, ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Jobs ich schon hatte, ne? wie viele Leute ich gearbeitet habe, in wie vielen Läden ich gearbeitet habe, das weiß ich gar nicht mehr. Überraschend bodenständig geht's auch beim gebürtigen Nordlicht zu Hause zu. Der Spitzenkoch nimmt uns mit in die heimische Küche. Profi-Equipment, Fehlanzeige. Ist halt eine Haushaltsküche, ne? Wir arbeiten zu Hause auch mit Induktionsofen, Kaffee, Flaschen. Und wo das Familienleben stattfindet. Ne? Und jetzt raten Sie mal, was Sven Niederbremer am liebsten isst. Ja, meine Frau macht einen wunderbaren Nudelsalat, den esse ich super gerne. Das ist, ich weiß gar nicht ganz genau, wie der geht, aber weil ich den auch immer kriege, wenn ich frage. Also der ist wirklich gut. Ziemlich sympathisch. Es muss halt nicht immer Sterneküche sein, wie Sven Niederbremer beweist. Nicht mal am Heiligabend. Dass wir den Fondue haben, vielleicht noch einen Spaziergang, je nachdem wie lustig die Wochen davor waren. Und eigentlich ist das so der Tag, den wir uns den ganzen Tag, die Kinder, glaube ich, den ganzen Tag meistens nicht aus dem Pyjama kommen und wo man einfach den ganzen Tag auch keine Tür aufmacht und nichts macht. Die Ruhe vor dem Sturm, die hat Sven Niederbremer auch verdient, bevor er an beiden Feiertagen unter Volldampf die Menschen aus der Ronn-Region kulinarisch verwöhnt. Und wir bleiben in der Pfalz, denn im Falle des tödlichen Messerangriffs auf eine 15-Jährige in Kandel ist das Urteil von 8,5 Jahren Haft für ihren Ex-Freund rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft Landau hat ihre Revision zurückgezogen. Gleich haben wir bei uns Laura Grasemann zu Gast, Buckelpistenathletin. Mit ihr wollen wir sprechen über die aktuelle Situation. Vorher aber weitere Nachrichten zusammengefasst von Nick Papadopoulos. Einfahrt verboten.
Ein sogenannter Autoposer aus Mannheim darf auch weiterhin nicht in die Innenstadt fahren. Das hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe heute Morgen bestätigt und der Stadt damit Recht gegeben. Der 29-Jährige war mehrfach wegen zu lauter Motorengeräusche aufgefallen. Bei einer Kontrolle stellte die Polizei eine Klappe im Auspuff fest, die den Motor wie eine Motorsäge klingen lässt. Das Urteil ist rechtskräftig. Gewinneinbruch bei Hornbach. Die Baumarktkette verzeichnet im dritten Quartal einen Gewinnrückgang von rund 25% im Vergleich zum Vorjahr. Knapp 12 Millionen Euro bleiben nach Abzug der Ausgaben stehen und das trotz Umsatzplus von 7,7%. Als Gründe dafür gibt das Unternehmen aus Neustadt an der Weinstraße vor allem die starke Konkurrenz, gestiegene Einkaufspreise und nötige Digitalisierungsmaßnahmen an. Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Nach Hinweisen auf mögliche Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen sind jetzt auch am City Airport Mannheim die Sicherheitsstandards angehoben worden. Dabei setzt die Polizei insbesondere auf Präsenz- und Kontrollmaßnahmen. Das teilte das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen auf Nachfrage von RON-TV mit. Ja, wir hier in Mannheim unterliegen ja exakt den gleichen Luftsicherheitsanforderungen wie auch die großen Flughäfen. Und wenn hierfür die Maßnahmen erhöht werden, dann trifft es natürlich auch auf den Flugplatz Mannheim zu. Von höheren Sicherheitsmaßnahmen sind im Südwesten auch die Flughäfen Friedrichshafen und Karlsruhe-Baden-Baden betroffen. Na, eigentlich ist die RON-Region alles andere als ein Wintersport-Mekka, aber wir haben einige Wintersportathleten hier bei uns von den Mannheimer Adlern in Sachen Eishockey. Mal ganz abgesehen, Laura Grasemann beispielsweise, die startet ja eben auch für den Skiclub Wiesloch und hat auch schon Olympia-Erfahrung gesammelt. Gemeinsam mit Lea Bois ist sie quasi an der Spitze eben vom Skiclub, führt das Ganze an. Wie gesagt, Olympische Spiele hat sie alles schon erlebt. Der DSV hat aber mittlerweile schon seit einigen Jahren jegliche Unterstützung eingestellt. Und wie es trotzdem klappt, dieser wahnsinnigen Leidenschaft nachzugehen, das erzählt sie uns doch mal am besten selbst. Das ist nämlich bei uns im Studio, Laura Grasemann. Herzlich willkommen. Wir duzen uns, haben wir schon im Vorfeld abgemacht, denn wir werden uns auch gleich noch ein bisschen betteln. Warst du in diesem Jahr schon auf Skiern? Wie oft ich in diesem Jahr schon auf Skiern war, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich schätze mal, ungefähr 50 Tage. Das heißt, es ist ungefähr ein Viertel von dem, was ich normalerweise zu dem Zeitpunkt im Schnee eben habe an Tagen. Ja, Wahnsinn. Also da kommt mancher maximal auf ein Zehntel dann im Urlaub. Ja. Wo liegt der Fokus? Wir haben es ja gesehen, du bist Buckelpistenathletin. Genau, ja. Ja, also der Fokus liegt in dem Fall auf der Buckelpiste und den Sprüngen. In der Vorbereitung trainieren wir das Ganze separat. Also die Sprünge werden dann unter anderem auch an der Wasserschanze trainiert. Dass man eben neue Sprünge lernt, dass man ohne Angst quasi Dinge verbessern kann. Ja, und die Buckelpiste wird dann quasi am Schnee direkt trainiert. Jetzt ist Wintersport natürlich saisonal etwas. Da vergisst man dann als Laie gern mal, dass dann auch im Sommer sehr viel Arbeit dahinter genau, ist. Wie sieht das bei euch aus? Genau. Also wir hatten bisher immer die Saison so geplant, dass wir im Frühjahr auf dem Gletscher in Kaprun waren, in Österreich. Im Hochsommer ging es dann nach Norwegen auf dem Gletscher. Danach ging es weiter nach Zermatt auf den Gletscher, dann in Kaprun auf den Gletscher und dann geht in der Regel auch schon die Saison los. Also dann in der Regel mit Finnland, China, USA, Kanada, Japan. Dieses Jahr steht noch Kasachstan auf dem Plan. Ja, und wenn das alles vorbei ist, dann geht schon wieder die Saison weiter in Kaprun eben. Also ich bin quasi das ganze Jahr über im Schnee. Ständig auf Achse. Wir haben auch noch Bilder gefunden von deinem Instagram-Account. Können wir gleich nochmal drauf schauen. Also was du alles dann noch im Sommer dann leistest, Mountainbiken unter anderem. Genau, genau. Also wo liegen da auch noch sportliche weitere Leidenschaften? Ja, also ich natürlich Mountainbiken gehe ich gern. Ich gehe sehr, sehr gern bouldern und klettern, Trampolin springen. Skateboarden offensichtlich auch. Skateboarden versuche ich auch manchmal. Ja, und hier im Dirndl. Genau. Ja, na klar, also in München Molekularbiologie. Molekulare Biotechnologie, Biotechnologie, genau. Biotechnologie, ja. Himmel. Also da bin ich total alleine. Aber wenn man jetzt dann doch schon das ein oder andere Mal dann im Dirndl steckt, wie viel Heimat steckt dann auch noch in dir? Ganz, ganz viel. Also ich bin natürlich hier in der Region zu Hause, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren worden, habe hier jahrelang trainiert. Also meine Heimat ist ganz klar hier. Mhm. Olympische Erfahrung habe ich schon angesprochen. Was natürlich dann dahinter steckt, ist jede Menge Arbeit und die kostet Geld. Der DSV hat 2014 genau. Jegliche Unterstützung für die Buckelpistenathleten gestrichen. Wie kommt ihr über die Runden? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe einige Sponsoren. Ich bekomme ein Stipendium von der Willy-Robert-Pitzer-Stiftung. Und dann wird natürlich gearbeitet,
und das Geld angespart, wo es eben geht. Dann kommt der ein oder andere Job dazu. Ich meine, wenn man rund 200 Tage im Jahr weg ist, also nicht zu Hause, dann ist es schwierig mit einem geordneten Job quasi. Was ist denn so ungefähr eine Hausnummer? Was braucht man an Förderungen über das Jahr, um in der Weltspitze mithalten zu können? Also ich habe für meine olympische Saison rund 30.000 Euro gebraucht. Also dafür brauchst du natürlich externe Sponsoren. Genau. So, ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen auch ein bisschen Werbung jetzt für Buckelpistenfahrer, auch wenn wir das jetzt hier nicht so richtig können. Ich bin halb, glaube ich, nur halb so fit wie Laura, aber wir werden es jetzt trotzdem mal austesten. Denn es gibt diese schöne Challenge, gemeinsam also an eine Wand lehnen und in 90 Grad mit den Oberschenkeln. Das machen wir jetzt hier hinten einfach mal an den Pfosten. Stellen uns hin. Und Sie können das Ganze jetzt auch noch weiter verfolgen, während wir in die Werbung gehen. Wir fangen einfach mal an. 3, 2, 1, los. Und zwar auf unserer Facebook-Seite, Facebook Live, können Sie das jetzt sehen. Ja, lassen Sie den Fernseher einfach an, gehen Sie auch noch auf Facebook und wahrscheinlich werde ich danach hier schweißgebadet und vermutlich auf dem Boden sein. Bis gleich. Und willkommen zurück bei Ron. Sie sehen einen völlig ausgelaugten Moderator und eine Laura Grasemann, die, naja, sie lacht ein bisschen, aber sie hatte eben auch schon getittet. War schon anstrengend, ja. Wenn Sie uns nicht bei Facebook Live verfolgt haben, ich habe kläglich verloren, naja, gerade so, also kurz danach. So kläglich war es nicht. Genau, können Sie auf jeden Fall noch nachschauen. Aber wichtig, wir blicken noch ein bisschen in die Zukunft. Olympische Spiele 2022, wie sieht es da aus? 29 Jahre, glaube ich, bist du dann alt? Genau, ja, vom Alter wäre das jetzt, glaube ich, noch nicht das Problem. Also bisher steigt meine Leistungskurve auch, also 4 Jahre wären rein sportlich auf jeden Fall jetzt noch gut. Das Problem ist, dass der Skiverband auch nach unserer letzten Saison, die eigentlich durchaus sehr, sehr gut war, wir hatten 2 Mädels bei den Olympischen Spielen, ich hatte ein Podium, einen 9. Platz in der Weltrangliste. Leider ist aus der Förderung immer noch nichts geworden und so wie das im Moment ist, ist es halt auch einfach kein Zustand, in dem ich noch 4 Jahre weiter mache und eben mich dort an der Weltspitze dann sehe. Also ich hoffe, dass sich da was ändert und demnach nehme ich jetzt eine Saison nach der anderen. Und als nächstes stehen jetzt erstmal die Weltmeisterschaften an, die auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Ziel sind. Und genau, dann schaue ich weiter, was sich entwickelt und wie sich die ganze Sportart entwickelt in Deutschland. Wir drücken dabei die Daumen, nicht nur natürlich auf sportlicher Ebene, sondern auch aus Sportförderungsebene, was elementar wichtig ist für Sportler, gerade eben in den etwas außergewöhnlichen wie Buckelpiste. Laura Grasemann, herzlichen Dank. Und ich würde sagen, wir beide haben uns jetzt ein bisschen Schokolade verdient und da wären wir dann nämlich auch schon beim nächsten Thema. Ja, Schokolade, gerade jetzt in den Weihnachtsfeiertagen. Doch was ist denn möglicherweise gerade gute Schokolade? Da muss man lange suchen, aber vielleicht gar nicht so weit fahren, denn wir hätten welche hier bei uns in der Region, nämlich in Neustadt. Und seit diesem Jahr gehört der Schokokünstler, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, auch zu den besten weltweit. Tobias Kielwing und Sarina Aschmann stellen ihn vor. Das muss das Paradies sein. Eicheln, Kastanien, Eichhörnchen, alles aus Schokolade. Macher all dieser Leckereien und Herrscher über den Schokohahn, Jochen Müller, der quasi schon als Konditor geboren wurde. So Buttergebäck machen, das habe ich mit 4,5 schon gemacht. Und mit 6 Jahren habe ich zu meiner Mutter gesagt, dass wir nächstes Jahr anderes Gebäck machen. Damals Chef der familiären Weihnachtsbäckerei, heute besitzt er die Konfiserie Michel in Neustadt und ist mit 52 einer der besten Schokoladenkünstler der Welt. Und das ganz offiziell. Dieses Jahr wurde er in den sogenannten Club des Croqueurs de Chocolat aufgenommen. Eine Art französischer Schokoladenreiseführer, der die besten Chocolatiers der Welt auflistet. Nur 37 stammen dabei nicht aus Frankreich selbst, also eine echte Ehre für den Neustadter. Das ist der erste deutsche Betrieb und der einzige, der jetzt in diesem Führer ist. Und das ist natürlich ein Riesenschritt gegenüber vor 15 Jahren, wo wir von so Sachen relativ wenig verstanden haben. 2005 übernahm Jochen Müller gemeinsam mit seiner Frau die Konfiserie Michel und führte sie zur Bekanntheit weit über die Grenzen von Neustadt hinaus. Heute zählt die kleine Konfiserie 6 Mitarbeiter, davon 3 Auszubildende. Eine von ihnen ist Michaela Blaschko. Was ihr an ihrem zukünftigen Job so sehr gefällt? So am meisten eigentlich, dass ich direkt was mit meinen Händen herstellen kann, wo ich direkt ein Ergebnis sehe. Genau, und das ist eigentlich so das. Und ich nasche auch ganz gern. Ja, es klingt nach einem Traumjob. Doch Konditorin sein, das ist kein Zuckerschlecken. Also zumindest nicht immer. Es ist auf jeden Fall anstrengend. Ich glaube, das vergessen die meisten Leute. Die denken immer, Konditorin, die stehen nur da und garnieren irgendwas. Aber es ist halt wirklich auch ein Handwerk.
dass man lernen muss. Michaela Plaschko startete nach ihrem Abitur ihre Ausbildung bei Jochen Müller. Und der ist bereit, jeden auszubilden, völlig egal ob Abitur oder Hauptschulabschluss. Wichtig sei nur, dass es zwischenmenschlich passt. 3 Jahre sind 3 Jahre und danach können sie alles. Und dann können sie weltweit arbeiten, ob sie dann an der Ostsee Eis machen oder in Frankreich Croissant machen, das ist egal. Vom kleinen Schokoladenparadies in Neustadt direkt in die große weite Welt der süßen Verführungen. Jochen Müllers ausgelernte Konditoren arbeiten heute in Italien, Frankreich oder Japan, weil sie nach 3 Jahren Ausbildung wissen, nur wer besonders ist, kann in der Welt der Schokokünstler Erfolg haben. Bei uns findet man das außergewöhnlich. Und die Leute suchen ein außergewöhnliches Geschenk und dann sind sie bei uns an der richtigen Adresse. Also, wer noch nach einem Weihnachtsgeschenk der Kategorie Weltklasse sucht, könnte vielleicht statt im Internet zu bestellen, einfach mal in der direkten Nachbarschaft nachschauen. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen um das Gewissen quasi kümmern. Sascha Meister ist bei uns, Ernährungsexperte, Ernährungsberater. Gibt es denn eigentlich so etwas wie gute oder schlechte Schokolade? Ja, also im Grunde genommen sagt man ja gerne Schokolade mit einem höheren Kakaoanteil. Also im Grunde genommen diese 60-, 70-, 80-prozentige sollte man schon eher der favorisieren als so Vollmilchschokolade oder auch die weiße Schokolade. Einfach weil der höhere Kakaoanteil enthalten ist. Es sind mehr Bitterstoffe enthalten, aber man isst halt auch automatisch einfach weniger als von der Vollmilchschokolade. Dadurch, dass die Schokolade halt herber ist, ist man meistens nach 2-3 Stückchen wirklich so, dass man sagt, jetzt hat man von der Schokolade auch erstmal genug. Ich futter momentan auch recht gern, habe einen Adventskalender bei mir auf dem Schreibtisch stehen. Da können wir gerade mal reingucken, was es da für Inhaltsstoffe gibt. Was ist denn dazu zu sagen? Also gerade auch wahrscheinlich, wenn wir auf die Fette achten. Ja, also man sieht halt im Grunde bei den Inhaltsstoffen schon sehr viel. Die erste Zutat, die drinsteht, ist Zucker. Das ist schon mal das Erste. Und dann ist es im Grunde genommen, dass wirklich verschiedene Fette drin sind. Kakaobutter, Butterreinfett nochmal. Haselnusspaste ist zwar eine Nusspaste, ist letzten Endes aber auch Fett. Wie man noch sehen kann, halt Magermilchpulver, Süßmolkenpulver. Gerade für Leute, die mit Laktose-Schwierigkeiten haben, ist sowas immer interessant. Dann eben, dass auch Spuren von Nüssen enthalten sein können für die Nussallergiker. Und wie man jetzt hier sehen kann, was auch ein bisschen verwunderlich ist, dass selbst Leute, die halt Probleme mit Gluten haben, diesen Adventskalender zum Beispiel halt auch nicht benutzen können, weil eben auch Spuren von Gluten enthalten sein können. Was wären denn Alternativen, gerade wenn ich mir so darüber Gedanken mache, vielleicht Schokolade selbst herzustellen oder eben auch Süßigkeiten? Also im Grunde genommen wirklich immer zu sagen, Schokolade ruhig nehmen mit einem hohen Kakaoanteil. Gerade jetzt auch wirklich, wenn man sagt, man möchte vielleicht selber Pralinen machen oder man möchte auch selber backen, dann halt darauf zu achten, dass man ruhig auch Nüsse in einer Menge mit reinbringen kann. Dann hat man wieder gesunde Fette, die dann im Grunde genommen so ein bisschen Ausgleich geben können. Und ja, letzten Endes muss man halt wirklich selber für sich schauen. Ich sage halt auch immer so schön, es ist ja auch nicht schlimm, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern die Zeit zwischen Neujahr und Weihnachten. Und wenn man dann halt im Grunde, wie man das auch bei dem Adventskalender sieht, auf 1-2 Sachen achtet und man ja auch wirklich dann mal und nicht in den übermäßigen Mengen halt das zu sich nimmt, dass es halt auch nicht das Problem ist. Also man sollte es halt immer ein bisschen im Auge behalten, sich vielleicht auch zwischendurch einfach mal bremsen und dann mal sagen, gerade auch wenn man vielleicht unter den Feiertagen dann bei der Familie ist, wirklich zu sagen so, ja, ich nehme jetzt vielleicht doch nur mal 2 Kekse und nicht 4 oder sowas. Und dann sollte man eigentlich auch vernünftig durch den Jahreswechsel kommen. Sehr schön. Also sind wir sehr viel schlauer geworden und können zumindest sagen, wenn wir ansonsten auch drauf achten, dürfen wir ohne schlechtes Gewissen jetzt über die Feiertage schlemmen. Sascha Meister, genau, richtig. Herzlichen Dank fürs Kommen und den Rat. Ja. Und apropos Adventskalender, Sie haben im Übrigen auch einen hier bei Ron. Heute gibt es das 20. Türchen. Wir machen den kompletten Adventskalender. Kleine Geschenke. Schauen Sie mal rein, was Sie heute alles gewinnen können, denn es geht um Afrika, Afrika, wir verlosen 2x Tickets für die Tour 2019 in Mannheim. Also gleich mal vorbeischauen auf unserer Facebook-Seite, wenn Sie nicht ohnehin schon drauf sind. Da gibt es im Übrigen ja auch gerade noch die Challenge von Laura Grasemann und mir. Und wenn Sie nicht Indoor, sondern Outdoor unterwegs sind, hier gibt es das Wetter für die nächsten Tage. Der Freitag startet grau und nass und genauso bleibt es leider auch. Der Himmel wird die ganze Zeit von dunklen Wolken bedeckt und es wird gar nicht so richtig hell. Es schüttet die meiste Zeit kräftig und der Südwestwind frischt stürmisch auf. Über die Berge fegt er teilweise sogar mit Orkanböen hinweg. Dabei wird es sehr mild, so bewegen sich die Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad. Am 4. Adventswochenende geht es auch erstmal sehr nass weiter, zum Teil auch mit kräftigem Wind. Erst am Heiligen Abend setzt sich langsam trockenes Wetter durch.
Die Temperaturen ändern sich dabei kaum. Tagsüber erreichen wir um 11 Grad und die Nächte bleiben zum Glück frostfrei. Bis zu den Feiertagen ist also nichts von Winter zu spüren. Aua. Entschuldigung. Ich bin schon immer die ganze Zeit rum. Es ist Wahnsinn. Ja, ich bin immer noch gerade am... Oh Gott, ist das... Und du bist doch der Trainiertere von uns beiden, sag mal. Was ja, du hast ja auch nicht mitgemacht. Hast du gedacht? Ich habe hier genauso gestanden. Ja, ich habe es locker über die Werbung geschafft. Mhm. Locker. Also machen Sie es ruhig mal nach und wir sehen uns morgen wieder. Machen Sie es gut, tschüss.